Herr Lammer, wir haben vor 2 Jahren zusammen in ESG gespielt und da wurden wir zerstört. Aber heute wirst nur du zerstört. Meinst du echt? Aber ich habe doch jetzt einen ganz anderen Top-Liner. Wie sollen wir da zerstört werden? Flame hat zerpflückt dich da auf der Top-Liner, Junge. Da warst du gar nichts. Flame hat gegen mich verloren, als ich Support gespielt habe und als ich AD Carry gespielt habe. Auf Top-Liner wird dann nochmal zerstört. Gar kein Problem. Okay, wenn du das sagst. Vielleicht bleibe ich einfach auf AD Carry und das zerstöre ich einfach nochmal. So wie in den Playoffs. Schade. Es ist einfach zu tun, was soll ich da sagen? Sigi, das ist ja schön und gut, was du hier versprichst, klopfst. Aber wenn die Top-Lane so brennt wie immer in der Küche, dann wird das nichts bei euch. Hast du das verstanden? Das wird nichts. Da kannst du lachen, da kannst du weggucken. Kein Problem, Evi ist auf der 10. Und das auch noch im Sommer. Vielleicht wird es bei mir in der Küche brennen, aber bei euch auf der oberen Linie und im Wald, wenn obsässlich zerpflücken wird. Und dann komm in den Midlaner und lösch den scheiß Waldbrand und mach deinen fertig. So läuft das ja nämlich auch. Herr Lammer, hast du damals in Mathe aufgepasst? Weil die Prime League dir zeigen wird, wie die Statistiken aussehen zwischen dir und mir. Du hast noch nie gegen mich gewonnen, du Verlierer. Aber dafür habe ich 100 Mal mit jetzt dann verloren. Warte mal, ich habe gegen dich gewonnen. Junge, im Supercup habe ich die ganze Zeit gegen dich gewonnen, okay? Du hast einmal gegen mich gewonnen im Supercup. Ja, und das war auch krass. Da war ich nicht. Wo warst du nicht? Das war Brücki auf Top Lane. Vielleicht solltet ihr den ranholen, wenn wir in der Premier League im Spring gegeneinander spielen. Vielleicht gewinnt ihr dann. Ja, wir haben ja gewonnen. Im Spring. Ach so, apropos Spring, in welchem Team hast du auch nochmal gespielt? FC Arbeitslos, oder? Hör mal, Sigi, wir können uns ja weiter fertig machen, hin und her schießen, wie du möchtest. Wir können das einfach in den Playoffs regeln, falls ihr dich überhaupt schaffen solltet mit der Versagertruppe. Naja, wir sehen uns dann im Rift. Naja, Lama, wenn wir uns in den Playoffs treffen, dann werde ich dich einfach schon wieder reversieren, falls es überhaupt dazu kommen sollte, dass du im Game gewinnst. Gott.